Sobald vermisste Personen mit normalen Streifen der Polizei nicht aufgefunden werden können, kommen sie zum Einsatz. Die Rettungshundestaffel des Göppinger Roten Kreuzes. Vor allem schwer zugängliche Waldgebiete können die Hunde deutlich schneller nach einer vermissten Person durchsuchen, als es mit einer Menschenkette möglich wäre. Wir haben zurzeit 15 Teams. Davon sind 12 schon geprüft. Geprüft heißt, dass sie eben die Rettungshundeflächenprüfung gemacht haben. Und die anderen sind noch in Ausbildung. Wir brauchen immer auch Helfer zusätzlich, die mit in Einsatz gehen und da mitarbeiten. Deshalb sind wir um jeden froh, der da dabei ist. Fester Bestandteil der Göppinger Rettungshundestaffel ist Birgit Zabel. Zusammen mit ihrem Hund nimmt sie regelmäßig an Übungen teil, um für den Ernstfall gewappnet zu sein. Ich bin mit Hunden aufgewachsen, habe dann auch selber, als wir frisch verheiratet waren, einen jungen Hund gehabt und habe das immer fasziniert beobachtet. Dann sind wir vor 10 Jahren hier im Kreis Göppingen und habe dann bei einer Vorführung ganz zufällig die Frau Oppitz, das ist eine unserer Trainerinnen, getroffen. Dann haben wir uns lang unterhalten. Und als wir dann vor 2 Jahren den zweiten Hund angeschafft haben, war einfach so die Frage, na, vielleicht können wir das auch. Und ja, so sind wir dazugekommen. Einfach Neugierde und mal ausprobiert. Und aus dieser Neugierde wurde für Birgit Zabel ein fester Bestandteil ihres Lebens, den sie immer wieder aufs Neue mit jeder Menge Freude ausübt. Ist ein ganz tolles Hobby. Es füllt aus, es ist was Sinnvolles. Man lernt ständig dazu, der Hund lernt ständig dazu. Und ja, es ist eine tolle Kameradschaft einfach. Da ergänzt man sich. Wer sich zusammen mit seinem jungen Hund ebenfalls ehrenamtlich engagieren möchte und dadurch im Ernstfall zu einem echten Lebensretter werden kann, findet alle nötigen Informationen rund um die Rettungshundestaffel auf der Internetseite des Roten Kreuzes unter drk-göppingen.de. Ehrenamt aus Liebe zum Menschen. Deutsches Rotes Kreuz. Kreisverband Göppingen.